keine Ahnung, so viele Spenden, so viele Bits oder allgemein so viel Unterstützung, wenn dir nach so vielen Jahren immer noch so viele Leute zuschauen. Und ja, für mich sind 1200 Leute viel, die live gerade vor ihrem Bildschirm, vorm Handy, vorm Computer, vorm Fernseher, was weiß ich, sitzen, sind das für mich viele Leute. Ja. Du musst es ja rechnen, es sind Live-Zuschauer, als würdest du jetzt auf einer Bühne stehen und vor 1200 Leuten irgendwas machen. Ja. Also für mich sind das viele Leute und deshalb, ich werde nie die Dankbarkeit oder nie das Gefühl für die Dankbarkeit verlieren. Und würde mich persönlich auch nie in der Situation sehen, sage ich jetzt mal, da nicht mehr dankbar für zu sein und diese Dankbarkeit auch zu zeigen. Also, ganz ehrlich, das wird bei mir nie passieren. Wer bist du? Dein Gesicht? Ein Niemand. Doch du. Du bist sogar göttlicher als Brasidas dich beschrieben hat. Hier sollte eine Statue von dir stehen. Brasidas? Was hat er mit all dem zu tun? Kriegerin, sagte er. Such nach der mächtigen Kriegerin mit dem zerbrochenen Speer. Das Göttlich ist von mir. Ja. Ach komm. Brasidas erkennt eine Kriegerin, wenn er eine sieht. Meine Taten würden jede Statue überdauern. Das stimmt. Dein Ruhm sollte auf jedem Gipfel besungen werden. In Arkadien bist du schon eine Legende. Wo ist Brasidas? Ich muss ihn sprechen. Sicher musst du das. Und die Frau, mit der willst du auch sprechen, ja? Moment. Du bist ihr sehr ähnlich. Sag mir, wo sie hin sind. Das sollte ich. Dafür hat mich Brasidas immerhin bezahlt. Warum tust du es nicht? Er hat nicht genug bezahlt. Was? Willst du mich verarschen? Okay, jetzt muss ich erstmal von Spider-Man wieder umdenken. Warte mal. Das ist ganz schlecht jetzt. Ich muss erstmal wieder auf Spider-Man gestern und jetzt ist heute das hier. Nein, 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 nein. Halt die Schnauze. Okay, tritt mag er nicht. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich ihm auch sein Schwert nicht abnehmen. Alter! Auch nicht abnehmen kann. Oh, du Arsch. Oh, ich glaube, wir sterben. Wow. Okay. Okay, okay, okay. Das kann passieren, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich bin durch Spider-Man irgendwie gestern total verwirrt jetzt, plötzlich. Ich werde alt. Basket Sven, dankeschön für 1000 Bits und Magnam, dankeschön für deinen neuen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Boah, der hat's aber drauf, der Boy. Und los. Och, muss ich mir dem sein Geschnacke jetzt nochmal anhören? Ach komm, ey. Boy. Come on. Focke. Heit ja. Kannst du ja skippen? Ja, ja, machen wir auch, machen wir auch. Auf jeden Fall machen wir das. Boah, blöd ist natürlich jetzt, wenn der... Nein. Nee, 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 lass das mal, bitte. Wenn die jetzt auch noch dazu kommen, wäre das ganz, ganz kritisch. Wer bist du? Boah, was der aushält! Aua! Nein. Wie kann ich mich nochmal... Ach, mit so war das. Miss Rainbow, schlaf gut, gute Nacht, falls du das noch hörst. Komm wieder ein bisschen her, bitte. Arschloch.
bin so froh, dass wir diese Attacke gemacht haben, ne? Oh nein. Okay, weißt du, was ich nervig finde? Dass die jetzt hier in die Story-Mission mit eingreifen. Ganz ehrlich, das finde ich super abfuck gerade. Das ist halt richtig nervig. Halt die Fresse. Wow. Oh, der hat sich selbst... Ja, geil, die können sich auch selbst verletzen. Nein, nicht... Ey, ganz ehrlich, dass diese komischen Scheißsöldner da jetzt mit eingreifen, finde ich super assi, ganz ehrlich. Das ist halt einfach super beschissen, ganz ehrlich. Das fuckt mich ab. Das ist kacke. Das hatten wir schon mal gehabt bei einer Story-Mission, wo diese blöden Deppen damit eingegriffen haben. Und das regt mich immer noch auf. Boah, Junge. Auf so viel Damage zu machen. Boah, Alter. Gerade geht aber gar nichts hier. Ah, jetzt haben wir sie. Boah, ja, wahrscheinlich, oder? Gibt's gar nicht. Ich habe auch irgendwie gerade, vorhin in dem Kampf hatten wir öfter diese Zeitlupe gehabt, ne? Wo wir quasi timingmäßig, aber das ist irgendwie jetzt gar nicht mehr. Ne, Kopfgeld bezahlen geht hier nicht. Das hat irgendwas mit der Quest zu tun, die wir gleich machen. Aber unser Schwert, macht das zu wenig Schaden? Ich glaube nicht, oder? 1429 macht das Damage. Das ist doch eigentlich nicht zu wenig, oder? ShishaStar98, Dankeschön für den neuen Prime-Sub. Herzlich willkommen. ...1400 ist eigentlich nicht zu wenig Schaden, oder? Mal gucken. Andi, ich grüße dich. Kommst rein und der ist tot. Das muss besser werden. Ja, Andi, ich weiß. Das ist, Wer bist du? Unterirdisch. Brasi, das... Moment, sag mir... Boah, Junge, du gehst mir aufs Ei, ganz ehrlich. Du gehst mir richtig auf den Piss. Geht er mir auf den Sack. Andreas, es tut mir leid. Ja, wahrscheinlich trifft er auch noch so gut, oder was? Willst du mich verarschen? Bist du Grenadier im Zweiten Weltkrieg, oder was? Bin ich auf den Sack? Ach komm, leck mich doch. Schalt gleich die Schwierigkeit runter. Ja, schmeiß die direkt vor die Füße, du Idiot. Okay, er macht sich selbst kein Damage damit. Das ist aber assi. Aber ich kann dem sein Schild leider nicht runterreißen. Das geht nicht. Haben wir noch Punkte, die wir verteilen können? 5 Stück haben wir. Aber ich glaube, ich konnte das Ding noch nicht verbessern hier mit dem Dingens. Glaube ich.
mit dem Schild runterreißen. Das ging noch nicht. Wo waren das nochmal? Das da war das, glaube ich. Okay, doch, wir können es runterreißen. Wir können es verbessern, aber ob das was bringt, weiß ich nicht. Mal schauen. Wer bist du? Ich? Ein Niemand. Doch du. Du bist sogar göttlicher als Brasik. Nee, Kopfgeld. Ich mache jetzt mal das hier. Ich bin nur ein. Und welcher Adler? Wo ist Brasidas? Ich muss ihn sprechen. Sicher musst du das. Und die Frau, mit der willst du auch sprechen, ja? Moment. Du bist ihr sehr ähnlich. Ja, okay, es ist der gleiche Dialog. Macht keinen Unterschied. Kicken können wir ihn auch nicht. Können das mit dem Schild aber natürlich mal probieren. Ja, wahrscheinlich, ja. Oh, nice. Sauber. Ja, Mann. Das ist sehr gut. Das ist sehr nice. Aha, doof, ne? Scheiße ohne Schild, wa? Okay, jetzt kommt die scheiß Arschsöldner wieder. Denke nicht, dass wir ihn platt kriegen, bevor die kommen, glaube ich. Er müsste sich halt eigentlich auch selbst damagen, ne? Finde ich. Meiner Meinung nach. Ich töte dich jetzt, ist mir egal. Tja, komm. Ja, okay, ich höre auf jetzt. Nur eine Reisende, sagt sie. Sag mir, wo sie sind, oder ich schneide dir das dumme Grinsen aus deinem dummen Gesicht. Er sagte, du wärst etwas jähzornig. Er hatte recht. Halt die Fresse. Sag mir, wo meine Mutter ist, oder ich schiebe dir meinen Speer so tief in deine Kehle, dass du vor den Toren des Hades Eisen scheißt. Hab Gnade! Ja, Mann. Sie sind auf einer Klippe, mit Blick auf Tegea. Geil. So, gleich weiter. Sie das bezahlte dir nicht genug? Wer dann? Rede, oder ich knüpfe dich an den Eingeweiden an diesem Baum auf. Der Archon. Er zahlt mehr für deinen Kopf, als Brasi das in diesem Leben verdienen wird. Sag mir, wer der Archon ist. Ich will einen Namen. Lagos. Sein Name ist Lagos. Und er ist der mächtigste Mann Arkadiens. Wer das Korn kontrolliert, beherrscht die Welt. Du hast der Falschen gedroht, Malakka. Ich drohe nicht. Ich verspreche. Du hättest keine Chance gegen einen. Willst du mich verarschen? Okay, ich könnte ihn links liegen. Nice. Ihr habt den richtigen getroffen. Freunde, das war nice. Hä? Oh, bitte.
Okay, ich habe gerade im Chat gelesen von Muschelgibbon, ich soll Pfeile benutzen, weil die meine Dingsteine aufladen. Stimmt das? Oh, sie sind aber ganz schön flink, junger Mann. Nein, 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 nein. Das war nicht ich, ne? Übrigens. Oh, der hat was dabei, warte mal. Cool. Hau ab. Nee, 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 der kriegt noch Fresse hier. Da kommt noch einer. Aber die haben wir gleich hier. Ich mach die alle fertig jetzt. Ich sehe nichts. Junge, was ist das? Aua. Ja, der hat seinen einen Kollegen gerade getroffen. Petra, ich hab Petra getötet. Keine Geburtstagssongs mehr. Leid es mir tut. Das hat sich. Ja, da ist eine Statue gewesen, hast du gesehen, ne? Guck mal, ich kann sogar drei Pfeile auf einmal schießen, du Opfer. Na komm doch her, was bist denn so jetzt? Was bist denn so, hm? Komm ran jetzt! Der nächste. Drei Stück waren es, glaube ich, ne? Oh, der hat aber Gift. Das ist scheiße. Ich hasse die, die Gift haben. Da werde ich gleich abhauen, glaube ich. Weil die mit Gift sind richtig nervig. Und dementsprechend sage ich jetzt auch mal, Bruder, schön dich gekannt zu haben. Ich mache mich aus dem Staub, ne? Tschüss! Ach, den machst du jetzt hier, oder was? Okay. Dann sag ich mal... Tschüss, ich habe nämlich ein fliegendes Pferd! Oder so. Hui! Ich fliege davon! So. Kenn ich nix. Weil der Typ, also diese Gift, diese Giftviecher, die kann ich nicht leiden, ne? Die sind super nervig. Der hat aber auch irgendwas, haben wir, ich hoffe, wir haben alle... Bleib stehen. Wir haben alle gelootet, hoffe ich mal. Es müssten aber drei Stück gewesen sein. Von dem einen haben wir einen Brief bekommen von Barnabas. Sprich in der Nähe von Tegea mit Brinne und Barnabas. Okay, easy. Kefeus-Lager, das ist hier, okay. Ich gehe davon aus, dass wir hier auch nicht willkommen sind. Ich stelle keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Okay, ciao. Werde ich dir gleich noch zeigen, wie willkommen ich bin, mein Freund. Okay. Wie viel Damage machen wir dem da oben? Okay, nicht genug. Alles klar.
Hm? Werden sich das angesprochen gefühlt? Ich dachte eher da oben vielleicht. Ach, da ist einer. Hä, den habe ich gar nicht gesehen, lol. Okay, wir machen mit unserem Attentat echt kaum noch Damage, ne? Das ist irgendwie nicht so geil. Wir machen allgemein irgendwie sehr wenig Damage, was mich wundert, weil wir eigentlich gut ausgestattet sind. Aber vielleicht müssen wir doch nochmal nach ein paar Dingens gucken. Nach ein paar, nach ein paar Dingens. Na, sag schon. Hier, wie heißt die nochmal? Diese Special-Typen, die man da töten kann. Verdammt nochmal, vom Kult! Mein Gott, dass wir den Speer nochmal verbessern können. Wäre vielleicht gar nicht mal so dumm. Lassen Sie das mal bitte. Kann ich dir auch das Schwert eigentlich wegnehmen? Das Schild? Ja, easy! Kultisten, dankeschön. Oma. Kann man nur so aggressiv sein? Sie haben eine aggressive Grundausrichtung, junger Mann. Oh, ich laufe dir genau in das Schwert rein. Oder in die Bardike. Schade, dass ich keine Brandpfeile habe jetzt. Nein, nein, nein. Du hast einen Kultistenhinweis bekommen? Echt? Okay, wir gucken gleich mal. Wir gucken gleich mal. Erstmal looten wir hier. Mary Lulu, ich danke schön für deinen Resub. Vielen, vielen Dank. Für deine 40 Monate. Ich danke dir vielmals. Krimne Ballen, danke schön für 19 Monate. Und Shisha Star 98 hatten wir, glaube ich, schon, ne? Wer kommt da? Ach, bitte. Komm her, was ist, hä? Gute Mäue. Nein! Sehr gut. Pretty damn nice. This is good. This is what I want. This is what I want to see. This is very, very amazing. So, wir haben noch den einen Schatz hier und dann können wir hier durchziehen. Dann gucken wir gleich mal nach einem Kultistenhinweis, den wir bekommen haben. Hä? Ach, oh, die Cam ist die ganze Zeit schon aus. Oh. Und keiner hat was gesagt? Oder habe ich es nicht mitbekommen, weil ich konzentriert war? Das kann natürlich auch sein. Los geht's. Mich hat's nicht gestört. Lul. Okay, pass auf. Silbergreif. Was können wir hier machen? Den haben wir schon besiegt. Ah, okay. Und was mit dem hier? Enthüllen. Der Kosmos kämpft für Athen. Deshalb kämpft Athen für den Kosmos. Gut, ich glaube, mit dem legen wir uns erstmal noch nicht an. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das seht hier, aber da nicht gut. Das lassen wir mal lieber. Ja, und sonst haben wir hier leider noch niemanden, ne? Gefundene Hinweise 2 von 5, 2 von 5. Was mit ihmchen hier? Tritt in der Arena an. Ach, das ist das Ding gewesen, okay. Das ist schwierig im Moment, ne? Wir haben nichts, was wir jetzt machen können, um das irgendwie, um den blöden Dolch dann auch zu verbessern. Das ist irgendwie schade. Speer ist es ja, Entschuldigung. Nicht Dolch. Dolce Cabana. Kapi, Kapi, Kapi. Okay, lass uns hier den Aussichtspunkt mitnehmen. Würde ich sagen. Na los. Ho, ho! Morgen! Platz da, sagt er. Ich geb dir gleich.
So, ich glaube, hier geht's zur Quest, ne? Und wir machen mal wieder einen kleinen Abstecher. Einen kleinen Abstecher in die Wildnis. Und dann gucken wir mal, dass wir hier zum Aussichtspunkt kommen. Oh, Entschuldigung, ich muss gähnen. Es tut mir leid. Wieso gehe ich jetzt schon von meinem Pferd runter? Ella. Ella, Ella, under my umbrella. Ella. Entschuldigung. Tut mir leid. Was ist das denn hier? TG haben wir gefunden. Cool. So. So. Costa 2570, Dankeschön für deine 8 Monate. Vielen, vielen Dank. Bleib so, wie du bist, ich finde dich toll. Oh, Dankeschön. Vielen, vielen Dank und ich tue natürlich mein Bestes. Ich tue natürlich... Wow. Mein Bestes. Ich würde mich auch mal verabschieden für heute. Dryteak, mach's gut. Mach's gut und danke dir. Danke dir, danke dir, danke dir. Danke dir. So. Also durchziehen. So. Was haben wir hier nun aufgedeckt? Let me check it out. The funk so brother, check it out now. Oder so. Okay, wir haben hier zwei Fragezeichen. Hier ist Tegea, das ist ja einfach nur der Hinweis. Wiege des Pan. Ach, guck mal. Das ist ja interessant. Das ist ja interesting. Gute Nacht, Dryteak. Schlaf gut. Die Wiege des Pan. Der Pan, das Pan, die Pan. Das ist doch... Ach ja, Kopfgeld. Können wir mal gucken, ob wir das bezahlen können? Ich glaube aber wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich glaube, das ist, solange wir hier in der Nähe dieser Story-Mission sind, geht das, glaube ich, nicht. Das Problem, was ich nur sehe, ist, wenn wir gleich wieder irgendwo einen Fight haben. Einen Story-Fight oder sowas. Ja. Ich habe Angst, dass der uns dann irgendwie... Dass die uns dann da irgendwie in die Quere kommen. Wobei, sind das immer andere Söldner, die dann ausgesandt werden? Weil zwei von den dreien habe ich ja jetzt schon getötet. Da dürfte eigentlich nur noch der Gifttyp kommen, ne? Oder? Ichimos-Lager. Na gut, ich meine... Was soll der Geiz, ne? Wenn wir schon hier sind. Eins, zwei. Drei. So viele können das ja nicht sein. Vier. Fünf, da sitzt noch einer vor der Tür. Zwei sitzen da noch vor der Tür. Junge, ey. Halt die Fresse. Bitte was? Gib mir mal dein Schildchen, gell? Bitte! Du bist fett, Junge! So, gib mir mal dein Schild! Danke! Also, der eine kriegt ja nicht nur von irgendwelchen Schilden auf die Fresse. Feier ich ein bisschen. Hab ich da gerade richtig gehört? Guck mal, wer wieder da ist. Ist aber, glaube ich, nicht der gleiche, ne? Oder? Huch, wo kommt das Pferd auf einmal her gerade? Das Ding ist, ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, jetzt hier weiter zu kämpfen, ne? Komm, ich weiß, weißt du was, lass mal doch durchziehen vielleicht. Weil, vielleicht können wir die Mission eben schnell machen und können dann das nachher das Lager räumen. Weil, ja, ich weiß nicht.
Das geht immer weiter hoch da unten, ne? Das geht immer weiter hoch. Das ist nicht gut. Nix gut, nix gut. Los. Okay, wo müssen wir denn hin? Ach, da oben. Lol. Lel. Du kannst den auch killen, der das Kopfgeld aussetzt. Töte den Typ mit dem Geldsack. Nee, das bringt leider nichts. Das Problem ist, wir sind gerade in dieser komischen Mission, wo du automatisch 3 von diesen Kopfgelddingern hast. Wir haben gerade schon einen getötet, der so einen Geldsack über dem Kopf hatte. Und das hat nichts gebracht. Ich glaube, das liegt an der Mission, wo wir gerade sind. Glaube ich. Muss daran liegen, weil wir hatten auf einmal diese 3 Köpfe. Normalerweise bezahlen wir das Kopfgeld und dann ist gut. In dem Fall hat es aber nicht funktioniert. So, jetzt mache ich nochmal eine ganz kurze Pause. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich muss ganz kurz Pause machen. Ich bin sofort wieder da. Ja, ganz kurzes Päuschen. Ich bin wirklich sofort. 4 Minuten, 5 Minuten.